Leo Junior. Hallo Leo. Schau mal, an der Kreuzung ist so viel Verkehr, dass Leo gar nicht auf die Hauptstraße biegen kann. Pass auf, Leo. Ich glaube, hier sollte eine Ampel hin. Leo, lass uns eine Ampel bauen. Als erstes montieren wir die Schutzvorrichtungen für die Birnen. Jetzt ist der Mast an der Reihe. Und jetzt kommen die farbigen Birnen. Rot und Gelb. Oh, einige Birnen fehlen. Und zwar die grünen. Kannst du sie suchen, Leo? Hallo, Lifty. Hier hat es farbige Birnen. Und welches sind die grünen? Denk nach, Lifty. Weißt du es vielleicht, Leo? Richtig, diese Birnen sind grün. Jetzt ist alles an seinem Platz. Rot, Gelb, Grün. Die Ampel funktioniert. Bei Grün dürfen die Fahrzeuge fahren. Jetzt ist die Ampel rot, also müssen sie anhalten. Leo, jetzt darfst du fahren. Gut gemacht. Leo Junior fährt spazieren. Und der Quadrocopter beobachtet ihn von der Luft aus. Ein toller Sprung. Oh, etwas ist von Leos Kasten runtergefallen. Quadrocopter, hast du es auch gesehen? Aha. Oh. Schau mal, Scoop hat das Teil gefunden. Das ist Leos Haus. Mit dem Aufzug kann er in die obere Etage fahren. Oh, wie sieht's denn hier aus? Oh. Überall liegt Müll herum. Leo, lass uns einen Staubsauger bauen. Der Quadrocopter will auch dabei zuschauen. Wir werden einen runden Staubsauger bauen. Als erstes montieren wir die Räder. Jetzt ist die Bürste an der Reihe. Der Auffangbehälter. 2 Halteklappen. Der Luftfilter, Motor mit der Power-Taste, oh, der Akku fehlt ja. Ohne Akku wird der Staubsauger nicht funktionieren. Aha, der Quadrocopter scheint zu wissen, wo der Akku ist. Scoop, Leo baut einen Staubsauger. Wir müssen ihm das gelbe Teil, das du gefunden hast, bringen. Scoop, gib Leo den Akku. Haben wir jetzt alles? Leo, schalte ihn an. Wow, der Staubsauger saugt den ganzen Müll ein. Scoop, du brauchst keine Angst zu haben. Jetzt ist Leos Haus wieder sauber. Schaut mal, Leo Junior fährt die Rampe runter. Er hat wieder neue Teile dabei. Und das ist Leos Freund Lifty, der Gabelstapler. Er transportiert Blöcke. Das sieht nach harter Arbeit aus. Die Blöcke müssen auf die andere Seite des Ufers. Lifty hat ganz schön viel zu tun. Er muss über die Brücke fahren. Leo, kannst du Lifty nicht helfen? Mal sehen, was für Teile Leo in seinem Kasten hat. Das sind Teile für ein Luftkissenfahrzeug, ein sogenanntes Hovercraft. Luftkissen, Rumpf, Lenker, Sitz, Staufach, Frontscheinwerfer, Gehäuse für einen großen Propeller. Klappen. Etwas fehlt. Der Propeller. Leo, kannst du ihn suchen gehen? Schaut mal, was Leo alles bei sich zu Hause hat. In einem der Fächer müsste das Teil sein, das wir brauchen. Und in welchem? Das ist richtig, in diesem. Wir können gehen. Der Propeller kommt in das Gehäuse. Der Propeller dreht sich und das Luftkissen ist aufgeblasen. Alles funktioniert. Ein Hovercraft kann sich sowohl im Wasser als auch an Land fortbewegen. Lifty, lade die Blöcke ein. Das Hovercraft wird sie ans andere Ufer transportieren. Prima. Gut gemacht, Leo. Schaut mal, auf dem Spielplatz gibt es eine neue Attraktion. Das sind Boxautos. Die Roboter wollen Boxauto fahren. Setzt euch in die Autos. Oh, es gibt nur 2 Autos. Für den roten Roboter ist kein Auto da. Er ist traurig. Oh. Keine Sorge, Roboter. Leo wird dir helfen. Mal sehen, was für ein Fahrzeug wir bauen werden. Leo, lade die Teile ab. Hier haben wir eine Plattform mit einem weichen Stoßfänger. Daran montieren wir 3 Räder. Jetzt ist die rote Karosserie an der Reihe. Der Fahrersitz. Das Lenkrad. Roboter, gefällt es dir? Scheinwerfer. Und Rückleuchten. Jetzt kann der rote Roboter auch Boxauto fahren. Was ist denn? Warum fährt es denn nicht? Leo, schau genau hin. Wir brauchen eine gelbe Stange mit einem elektrischen Draht. Der Draht transportiert den Strom zum Motor des Boxautos. Leo, kannst du die Stange suchen? Bei der Rutsche ist sie nicht. Leo, können wir nicht den gelben Balken der Wippe nehmen? Nein. Roboter, schau doch mal. Da ist sie ja. Jetzt montieren wir die Stange an das Auto. Fertig. Jetzt ist das Auto an den Strom angeschlossen und der Roboter kann fahren. Die Roboter haben so viel Spaß. Gut gemacht, Leo. Das ist Leos Haus. Heute besucht Lifty seinen Freund Leo. Lasst uns reingehen. Leo und Lifty wollen heute einen Kuchen backen. Lifty, stell den Kuchen auf den Tisch. Leo, wir müssen den Herd und den Backofen einbauen. Hast du alle Teile gebracht? Prima. Der Backofen. Ein Ventilator zum Verteilen der Hitze. Eine Glühbirne. Zwei Backbleche. Eine Klappe. Und Knöpfe, um den Herd und den Backofen ein- und auszuschalten und die Temperatur einzustellen. Das ist der Aufsatz für den Herd. Und das sind die Herdplatten. Fertig. Jetzt musst du schauen, wo in der Küche wir alles einbauen sollen. Okay, für den Herdaufsatz muss aber ein Loch ausgeschnitten werden. Leo holt Hilfe. Schaut mal, die Roboter spielen Basketball. Prima, der Ball ist im Korb. Oh. Denkst du, die Roboter können uns helfen? Sicher. Na dann los. Mal sehen. Der blaue Roboter hat eine Türe der Küchenzeile ausgebaut. Jetzt muss noch das Loch für den Herdaufsatz ausgeschnitten werden. Genau so. Das hat der rote Roboter gut gemacht. Der Backofen kommt nach unten. Und der Herdaufsatz nach oben. Jetzt können wir den Kuchen in den Backofen schieben. Oh! Dankeschön, Roboter. Mal sehen. Der Kuchen ist fertig. Wir können ihn anschneiden. Super! Es ist ein Kuchen mit Fruchtfüllung. Ich bin gespannt, was Leo beim nächsten Mal bauen wird.